China will künftig auf den Bau neuer Kohlekraftwerke im Ausland verzichten. Das teilte Staatschef Xi Jinping gestern in einer aufgezeichneten Rede für die UN-Vollversammlung in New York mit. Stattdessen wolle China andere Länder bei der Entwicklung grüner Energieformen unterstützen, so Xi. In den vergangenen Jahren hatten chinesische Staatskonzerne hunderte Kohlekraftwerke im Ausland errichtet. In China selbst sollen auch weiterhin neue gebaut werden. UN-Vollversammlung gestern Nacht in New York. Überraschungen sind bei den Reden selten zu erwarten. Doch Chinas Ankündigung, im Ausland aus der Kohle auszusteigen, sorgte für Aufsehen. China wird andere Entwicklungsländer beim Ausbau grüner und kohlenstoffarmer Energien unterstützen und keine neuen Kohlekraftwerke im Ausland bauen. Chinas Anteil an der Finanzierung von Kohlekraftwerken weltweit ist relevant. In den Jahren 2013 bis 2019 kamen 13% der Gelder dafür von China. Der angekündigte Rückzug könnte weitere Auswirkungen haben, meint Professor Nedopil Wang. Idealerweise sehen wir durch diese Ankündigung auch weniger Kohlefinanzierung von anderen Geldgebern. Es können auch private Geldgeber sein, weil die Technologien, die China sehr stark beherrscht, nicht mehr verfügbar sind für neue Kohlekraftwerke im Ausland. In China selbst bauen die Lokalregierungen allerdings weiterhin neue Kohlekraftwerke. Allein dieses Jahr genehmigten sie 43 der klimaschädlichen Anlagen. Schon jetzt entsteht etwa die Hälfte aller weltweiten CO2-Kohleemissionen in China. Erst nach 2030, so kündigte Staats- und Parteichef Xi Jinping an, werde China den Kohlendioxidausstoß im eigenen Land reduzieren. Und wir bleiben in China. Sorgen um den hochverschuldeten Immobilienkonzern Evergrande beunruhigen seit Tagen die internationalen Finanzmärkte. Nun hat das chinesische Unternehmen eine pünktliche Zahlung in Millionenhöhe versprochen. Wie Evergrande mitteilte, konnte es eine Vereinbarung mit inländischen Gläubigern zur Zahlung von Zinsen für eine wichtige Anleihe treffen, die am Donnerstag fällig sind. Bettina Seidel an der Frankfurter Börse. Ist die Sorge vor einer weltweiten Finanzkrise damit vom Tisch? Na, erstmal ist die Pleite von Evergrande zwar nicht vom Tisch, aber aufgeschoben. In den nächsten Tagen sind aber noch weitere Zinszahlungen fällig. Durchaus möglich, dass der Immobilienkonzern dann nicht zahlen kann und es eine Kettenreaktion gibt. Die Frage wird sein, welcher Art diese Kettenreaktion ist, ob sich der Fall dann zu einer Art Lehman-Krise 2.0 entwickeln könnte, zu einer weltweiten Finanzkrise. Also da sagen Wirtschaftsexperten aber nein. Damals bei Lehman war es ja so, dass sich die Banken weltweit untereinander nicht mehr vertraut haben, sich kein Geld mehr leihen wollten. Das drohe jetzt nicht. Evergrande sei eher ein China-Problem. Der Konzern ist nämlich hauptsächlich in China verschuldet. Aber was ein Problem ist, dass der gesamte Immobilienmarkt in China so überdimensioniert ist und viele Unternehmen hoch verschuldet sind. Eine Pleite könnte da durchaus andere Unternehmen in die Pleite ziehen und Chinas Wirtschaft bremsen. Das bekämen wir dann weltweit zu spüren. Durchaus aber auch denkbar, dass wir profitieren, wenn China weniger nachfragt. Gibt es dann vielleicht Entspannung bei uns bei den Preisen, also weniger Inflationsdruck? Die Anlegerinnen und Anleger warten nun auf die Aussagen von der US-Notenbank Federal Reserve. Nach ihrer zweitägigen Zinssitzung will die Fed am Abend ihre Entscheidungen bekannt geben. Womit ist da zu rechnen? Darüber ist schon viel diskutiert worden. Da sind sich Experten recht sicher, dass die Fed heute ankündigen wird, dass sie zum Jahresende vom geldpolitischen Gaspedal geht, dann also anfängt, etwas weniger Staatsanleihen zu kaufen. Das ist aber kein Schreckmoment mehr, weil man inzwischen davon ausgeht, dass das ganz behutsam geschieht. Evergrande hat auch seinen Schrecken verloren. Die Verluste vom Montag sind inzwischen komplett ausgeglichen durch das heutige Plus von 1% auf 15.506 Punkte. Was die Geldpolitik angeht, da hat sich die Meinung durchgesetzt, dass die Zinsen nur ganz allmählich steigen werden. Vielen Dank, Bettina Seidel.
Wegen anhaltender Lieferengpässe in der Industrie senkt das IFO-Institut seine Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft. Demnach dürfte die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr nur um 2,5% zulegen. 0,8 Prozentpunkte weniger als bisher erwartet. Ursprünglich hatten die Konjunkturforscher im Sommer mit einer kräftigen Erholung gerechnet. Die aber verschiebt sich. Dem IFO-Institut zufolge könne die Industrie derzeit weniger produzieren, weil es bei wichtigen Vorprodukten Lieferengpässe gebe. Gleichzeitig aber wachse das Geschäft der Dienstleistungsunternehmen. Für das Jahr 2022 erhöhten die Wirtschaftsforscher ihre Wachstumsprognose von 4,3 auf 5,1%. Am Morgen beim Maschinenbauer Schiele im Norden von Rheinland-Pfalz. Krisenbesprechung. Abteilungsleiter Matthias Groß stellt jeden Morgen die gleichen Fragen. Welches Material ist da und wann kommt endlich mehr? Harald Scheuer vom Einkauf versucht heute, irgendwie an elektronische Steuerungsmodule zu kommen. Gibt es denn da noch irgendwie Alternativprodukte? Oder eine in einer anderen Leistungsklasse, die wir vielleicht holen könnten? Die Zuliefererfirma prüft jetzt, macht aber schon mal wenig Hoffnung. In der Elektronik ist es schon wirklich schlimm. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Bis jetzt noch nicht, ne. Hat stetig angefangen, hier und da mit ein paar Kleinigkeiten und hat sich dann einfach immer weiter drastisch verschlechtert. Vom Büro geht es in die Produktionshalle. Die Geschäfte nach Corona laufen zwar gut, aber der Materialmangel bestimmt immer mehr die Betriebsplanung. Was früher in wenigen Tagen da war, dauert jetzt Monate. Jeder Tag ist eine neue Wundertüte. Also wir sind immer wieder überrascht, was auf uns zukommt. So müssen wir halt auch dann von Anlage zu Anlage springen. Immer da, wo halt gerade das Material da ist. Also nach einer richtigen Planung, langfristig, hört sich das nicht an? Ja, nur noch so grob. Also und den Rest von Tag zu Tag. Eine Halle weiter steht eine Lackiermaschine, die ist fast fertig, kann aber bis auf Weiteres nicht ausgeliefert werden. Wir reden hier bei der Anlage über gut 100.000-120.000 Euro. Und es scheitert jetzt nachher an den 300-400 Euro für die Elektronikkomponenten, die noch beim Schaltschrankbau in den Schaltschrank eingebaut werden müssen. Ist schade drum, aber ohne funktioniert halt nicht. Und jetzt steht's hier rum. Aber vielleicht sind die Komponenten ja auf dem Weg. Am Nachmittag fragt Matthias Groß wieder bei den Kollegen vom Einkauf nach. Hi. Hi. Na gut, dass du kommst. Hast du was erreichen können? Nicht so richtig. Es gibt wohl Riesenprobleme bei den Geberkabeln. Da habe ich noch keine Info zu. Also da müssen wir auf jeden Fall weiter am Ball bleiben. Die Lackiermaschine bleibt also erstmal da und auch die Gesamtlage bleibt unsicher. Wir hatten gestern noch einen Kontakt mit einem großen Lieferanten. Der sprach mal von Mitte nächsten Jahres. Er hat aber auch schon mal vor 4 Monaten hat er auch von jetzt gesprochen und es ist auch nicht besser geworden. Also wir lassen uns mal überraschen. Vielleicht 23, wir werden mal sehen. Die Lage ist paradox, volle Auftragsbücher, aber halbleere Lager. Die Firma Schiele muss, wie die gesamte Branche, wohl auch längerfristig mit der Mangelwirtschaft umgehen. Und auch Volkswagen hat wegen des weltweiten Mangels an Mikrochips und Elektronikbauteilen weiter Probleme. Das Stammwerk in Wolfsburg muss auch kommende Woche die Produktion bremsen. Für die Belegschaft heißt das weiterhin Kurzarbeit. Laut Konzern werden vor allem zu wenig Halbleiter geliefert. Und die sind wichtig für die Elektroniksysteme. Fahrzeuge mit elektrifizierten Antrieben erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Nach Angaben des europäischen Herstellerverbands ACEA hat sich der Anteil von reinen Elektroautos bei Neuzulassungen in der EU im zweiten Quartal dieses Jahres verdoppelt. Und weil die Verbraucherakzeptanz laut ACEA direkt mit den Kopf-pro-Kopf-Einkommen zusammenhängt, brauche es künftig auch günstige Modelle. Ein Unternehmen in Itzehoe in Schleswig-Holstein hat einen erschwinglichen Elektrobus entwickelt, der zu 98% recycelbar sein soll. Er fährt maximal Tempo 100, Reichweite bis zu 600 Kilometer. 3 Jahre hat sein Unternehmen an der Entwicklung des X-Busses gearbeitet. Mehr als 1000 Bestellungen liegen vor. Händler in ganz Europa sollen ihn verkaufen. Wir müssen weg, dass wir immer größer, schwerer, schneller in den Fahrzeugen werden, sondern wir müssen den Verbrauch der Fahrzeuge reduzieren. Und da spielt die Leichtfahrzeugklasse eine ganz entscheidende Rolle. Der Leichtbus wiegt 600 Kilogramm. Der Besitzer kann den Bus in einen Lieferwagen umbauen, so das Konzept. Möglich ist das bei diesem Prototyp aber noch nicht.
Zwischen 17 und 32.000 Euro soll er kosten. Ab kommenden Sommer soll der Elektrobus hier in Serienproduktion gehen. An der FH Westküste beschäftigt man sich auch mit der Mobilität der Zukunft. Jeder redet heute von Elektrifizierung des Antriebs. Jeder redet von dem Digitalisierungskonzept. Jeder redet jetzt vom autonomen Fahren. Viele Sachen sind da schon eingeflossen, aber in dem Maß anscheinend nur, wie es wirklich notwendig ist für diese Nischenmacht, Leichtfahrzeuge. Und das finde ich dann schon spannend dabei. Für Itzehoe spricht die Nähe zur Autobahn und zu Hamburg, so das Unternehmen. In den kommenden 5 Jahren sollen auf dem Gelände 1.000 Arbeitsplätze entstehen.